Die Berukbik KB135 ist eine Sucherkamera der 70er und 80er Jahre, die von der Firma Beroflex mit Sitz in West-Berlin vertrieben wurde. Die Kamera verfügt über ein eingebautes Meritar-Objektiv, das ist ein Vierlinser. Der eigentliche Entwurf der Kamera ist eine Beirett VSN-Kamera, hergestellt von der Kamerafabrik Woldemar Bayer im sächsischen Freital, die schon ab 1923 in Freital firmierte und ab 1980 zum optischen Kombinat Pentacon gehörte. Die Kamera wurde dort als Ostversion bei Red VSN insgesamt 1,8 Millionen Mal produziert. Also es ist eine der meistproduzierten Kameras in der DDR. So erfolgreich, dass sie eben auch als Exportmodell diente und über Beroflex mit Sitz in West-Berlin vertrieben wurde. Ist ein schönes Beispiel, dass eben auch Produkte aus dem Osten eine gewisse Qualität erreicht haben und dadurch im Westen vertrieben werden konnten.